Drum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund. Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. O, sähst du voller Mondenschein zum letzten Mal auf meine Pein, den ich so manche Mitternacht an diesem Pult herangewacht. Dann über Büchern und Papier, trübseliger Freund, erschienst du mir. Ach, könnte ich doch auf Bergeshöhen in deinem lieben Lichte gehen, um Bergeshöhlen mit Geistern schweben, auf Wiesen in deinem Dämmer weben, von allem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Weh, steck ich in dem Kerker noch, verfluchtes, dumpfes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht. Ich fühl's, du schwebst um mich, erflehter Geist. Enthülle dich, wie's in meinem Herzen reißt, zu neuen Gefühlen all meine Sinnen sich erwühlen. Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben. Du musst, und kostet es mein Leben. Goethe lernte den Fauststoff in seiner Frankfurter Jugendzeit als Puppenspiel kennen. In Dichtung und Wahrheit erinnerte er sich später, die bedeutende Puppenspielfabel klang und summte gar vieltönig in mir wieder. Der geschichtliche Faust lebte in den Volksbüchern fort, die Goethe ebenfalls kannte. Der Fauststoff sollte den Dichter sein Leben lang beschäftigen. Dem eigenen Entwicklungsstand entsprechend gewann er ihm immer wieder neue Seiten ab. Als Goethe im Herbst 1775 auf Einladung des Herzogs Karl August nach Weimar kam, brachte er bereits Skizzen zu einem Faustdrama mit und las sie im Freundeskreis vor. 1808 erschien der erste Teil im Druck. Noch im gleichen Jahr kam es in Erfurt zu jenem berühmten Treffen zwischen dem Dichter und Napoleon. Auch wenn der Kaiser der Franzosen unsägliches Leid über Deutschland gebracht hatte, konnte ihm Goethe, wie auch die meisten seiner Zeitgenossen, historische Größe nicht absprechen. Ganz sicher hat Goethe in Napoleon das politische Genie erkannt und begrüßt. Jenen faustischen Drang, die Welt neu zu ordnen. Bei allem Widerspruch zwischen Machtanspruch und Freiheit ging es Napoleon um ein neues Europa unter seiner Führung. Der Faust spiegelt Goethes ureigenste Sehnsüchte wider. Neben der Erkenntnis, wie alles sich zum Ganzen webt, steht die Erlösung aus den Fesseln des Ichs durch die Liebe. Faust ist eine durch und durch deutsche Figur. Noch stärker als Goethe schöpfte Novalis aus Sagen und Märchen. In seiner für die Romantiker charakteristischen Sehnsucht nach dem goldenen Zeitalter interpretierte er den ursprünglichen Zustand der Geschichte als einen Märchenzustand. Schon in seiner Jugend verfasste er Gedichte. Zu seiner Lieblingslektüre gehörten Märchen, die er seinen Geschwistern gerne weitererzählte. Dabei verwandelte er seine Brüder in Genien des Himmels, des Wassers und der Erde und erfand dazu neue Geschichten. In dieses geheimnisvolle Reich der Märchen und Fabeln von Aesop bis La Fontaine ließ sich Novalis ebenso gerne entführen wie der Franzose Granville, dem wir die etwas später entstandenen Illustrationen zu La Fontaine verdanken. Novalis selbst äußerte über das Märchen: Das Märchen ist gleichsam der Kanon der Poesie. Alles Poetische muss märchenhaft sein. Der Dichter betet den Zufall an.
In einem echten Märchen muss alles wunderbar, geheimnisvoll und unzusammenhängend sein. Alles belebt, jedes auf eine andere Art. Die ganze Natur muss auf eine wunderliche Art mit der ganzen Geisterwelt vermischt sein. Die Zeit der allgemeinen Anarchie, der Gesetzlosigkeit, Freiheit, der Naturstand der Natur, die Zeit vor der Welt. In der künftigen Welt ist alles wie in der ehemaligen Welt. Und doch alles ganz anders. Die künftige Welt ist das vernünftige Chaos. Das Chaos, das sich selbst durchdrang. In sich und außer sich ist. Chaos in der zweiten Potenz oder unendlich. Der echte Märchendichter ist ein Seher der Zukunft. Novalis beschwor seine dichterischen Bilder aus dem Urgrund des Menschseins, aus der Zeit vor der Welt, wie er es ausdrückte. Ähnlichen Gedanken hing Johann Georg Hamann, der Magus des Nordens, an, der die Poesie zur Ursprache des Menschengeschlechts proklamierte. Für ihn waren Ahnung und Intuition die eigentlichen Organe menschlicher Einsicht. Das schöpferische Denken arbeitete mit Bildern, Gleichnissen und Sprüchen, wie in der mythischen Frühzeit der Menschheit. Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, der Neulandbestellende, wie er sich erstmals 1798 bei der Veröffentlichung seines Blütenstaub nannte, starb nicht einmal 30-jährig im März 1801. Neben Fragmenten, Gedichten und dem bedeutenden Aufsatz über die Christenheit oder Europa hinterließ er den unvollendeten Roman Heinrich von Ofterdingen, den er als romantisches Gegenstück zu Goethes Wilhelm Meister konzipiert hatte. Es war früh am Tage, als die Reisenden aus den Toren von Eisenach fortritten, und die Dämmerung begünstigte Heinrichs gerührte Stimmung. Vor dem nur angedeuteten Hintergrund des 13. Jahrhunderts lässt Novalis den jungen Heinrich von Ofterdingen auf der Suche nach der ihm im Traum erschienenen blauen Blume zum Mann heranreifen. Der unvollendete Roman enthält eine Vielzahl von Einlagen in Form von Märchen und Gedichten. Heinrich war eben 20 Jahre alt geworden. Er war nie über die umliegenden Gegenden seiner Vaterstadt hinausgekommen. Die Welt war ihm nur aus Erzählungen bekannt. Je heller es ward, desto bemerklicher wurden ihm die neuen, unbekannten Gegenden. Und als auf einer Anhöhe die verlassene Landschaft von der aufgehenden Sonne auf einmal erleuchtet wurde, so fielen dem überraschten Jüngling alte Melodien seines Innern in den trüben Wechsel seiner Gedanken ein. Er sah sich an der Schwelle der Ferne, in die er oft vergebens von den nahen Bergen geschaut und die er sich mit sonderbaren Farben ausgemalt hatte. Er war im Begriff, sich in ihre blaue Flut zu tauchen. Die Wunderblume stand vor ihm. Für Novalis und viele andere Dichter der Romantik war die Reise das Mittel zur Erkenntnis. Der Reisende lernte die Welt kennen und war gleichzeitig auf der Suche nach sich selbst. Durch das Eintauchen in die Natur kam man dem Göttlichen am nächsten. Den gleichen Einklang mit der Natur suchte der Maler Caspar David Friedrich, der einmal im Gespräch äußerte: Das Göttliche ist überall, auch im Sandkorn. Da habe ich es einmal im Schilfe dargestellt. Gleichzeitig waren sich die Romantiker auch der Vergänglichkeit des Lebens auf Erden bewusst und hielten die Sehnsucht nach einem anderen, dem ursprünglichen Naturzustand entsprechenden Leben in sich wach.
Die Sehnsucht nach den Urgründen des Menschseins setzten die Dichter der Romantik schon frühzeitig in Bilder aus dem Bergbau um. Das Erdinnere mit seinen eigenartigen Gesteinsformationen, prähistorischen Überresten und Gefahren übte eine eigenartige Faszination auf sie aus. Heinrichen war schauerlich und wunderbar zumute. Es gemahnte ihn, als wandle er durch die Vorhöfe des inneren Erdenpalastes. Himmel und Leben lag ihm auf einmal weit entfernt. Und diese dunklen, weiten Hallen schienen zu einem unterirdischen, seltsamen Reiche zu gehören. Wie, dachte er bei sich selbst, wäre es möglich, dass unter unseren Füßen eine eigene Welt in einem ungeheuren Leben sich bewegte? Dass unerhörte Geburten in den Festen der Erde ihr Wesen trieben, die das innere Feuer des dunklen Schoßes zu riesenmäßigen und geistesgewaltigen Gestalten auftriebe? Sind diese Knochen Überreste ihrer Wanderung nach der Oberfläche? Oder Zeichen einer Flucht in die Tiefe? Für die Romantik war das Universum in all seinen Gestalten eine unauflösliche Einheit. Jedes Einzelne wurde als Teil eines Ganzen gedacht, zu dem es nur den Schlüssel zu finden galt. Der Mensch war nicht mehr das Maß aller Dinge. Bei einem Maler wie John Martin wurde er sogar zur Nebensache. Seine Bilder waren noch in Hugos Oriental wirksam. Träume und Albträume entsprangen den Schattenseiten der überhitzten romantischen Fantasie. Der Alte sagte: Ich weiß noch ein wunderliches Lied, was wir selbst nicht wissen, wo es her ist. Es brachte es ein reisender Bergmann mit, der weit herkam und ein sonderlicher Routengänger war. Das Lied fand großen Beifall, weil es so seltsam klang, beinahe so dunkel und unverständlich wie die Musik selbst, aber eben darum auch so unbegreiflich anzog und im wachenden Zustande wie ein Traum unterhielt. Ich kenne wo ein festes Schloss, ein stiller König wohnt darinnen mit einem wunderlichen Tross. Doch steigt er nie auf seine Zinnen. Verborgen ist sein Lustgemach und unsichtbare Wächter lauschen, nur wohlbekannte Quellen rauschen zu ihm herab vom bunten Dach. Ein unermessliches Geschlecht umgibt die fest verschlossenen Pforten. Ein jeder spielt den treuen Knecht und ruft den Herrn mit süßen Worten. Sie fühlen sich durch ihn beglückt und ahnden nicht, dass sie gefangen. Berauscht von trüglichem Verlangen, weiß keiner, wo der Schuh ihn drückt. Nur wenige sind schlau und wach und dürsten nicht nach seinen Gaben. Sie trachten unablässig nach, das alte Schloss zu untergraben. Der Heimlichkeit urmächt'gen Bann kann nur die Hand der Einsicht lösen. Gelingt's, das Innere zu entblößen, so bricht der Tag der Freiheit an. Dem Fleiß ist keine Wand zu fest, dem Mut kein Abgrund unzugänglich. Wer sich auf Herz und Hand verlässt, spürt nach dem König unbedenklich. Aus seinen Kammern holt er ihn, vertreibt die Geister durch die Geister, macht sich der wilden Fluten Meister und heißt sie selbst heraus sich ziehen. Je mehr er nun zum Vorschein kömmt und wild umher sich treibt auf Erden, je mehr wird seine Macht gedämmt, je mehr die Zahl der Freien werden. Am Ende wird von Banden los, das Meer die leere Burg durchdringen und trägt auf weichen grünen Schwingen zurück uns in der Heimat Schoß. Ich weiß nicht, sagte Heinrich, wie es kommt. Schon oft habe ich von Dichtern und Sängern sprechen gehört und habe noch nie einen gesehen. Ja, ich kann mir nicht einmal einen Begriff von ihrer sonderbaren Kunst machen und doch habe ich eine große Sehnsucht davon zu hören. Es ist mir, als würde ich manches besser verstehen, was jetzt nur dunkle Ahndung in mir ist. Die Kaufleute fuhren fort. Vielleicht ergötzt es euch, einige artige Geschichten von Dichtern zu hören, die wir auf unseren Reisen erfuhren. In alten Zeiten muss die ganze Natur lebendiger und sinnvoller gewesen sein als heutzutage. So war es möglich, dass kunstreiche Menschen allein Dinge möglich machten, die uns jetzt völlig unglaublich und fabelhaft dünken. In diesen Zeiten wollte einer jener sonderbaren Dichter oder mehr Tonkünstler übers Meer in ein fremdes Land reisen. Er fand ein Schiff am Ufer und die Leute darin schienen bereitwillig, ihn nach der verlangten Gegend zu fahren. Der Glanz seiner Schätze reizten aber bald ihre Habsucht. Wie sie also mitten im Meere waren, fielen sie über ihn her und sagten ihm, dass er sterben müsse.
Er bat sie, dass er noch vor seinem Ende seinen Schwanengesang spielen dürfe. Bald war es vorüber. Da sprang der Sänger mit heiterer Stirn in den dunklen Abgrund hin. Er hatte kaum die glänzenden Wogen berührt, so hob sich der breite Rücken eines dankbaren Untiers unter ihm hervor und es schwamm schnell mit dem erstaunten Sänger davon. Novalis poetisierte auf der Suche nach der blauen Blume der Erkenntnis in aller Unschuld die Welt. Aber auch das Böse übte seinen Reiz auf die Fantasie der Romantiker aus. So konnte der selbst aus der Unschuld gefallene Heine in seiner romantischen Schule über E.T.H. Hoffmann sagen: Novalis sah überall nur Wunder. Hoffmann hingegen sah überall nur Gespenster. Sie nickten ihm entgegen aus jeder chinesischen Teekanne und jeder Berliner Perücke. Er war ein Zauberer, der die Menschen in Bestien verwandelte. Er konnte die Toten aus den Gräbern hervorrufen. Aber das Leben selbst stieß ihn von sich als einen trüben Spuk. Das fühlte er. Er fühlte, dass er selbst ein Gespenst geworden. Die ganze Natur war ihm jetzt ein missgeschliffener Spiegel, worin er, tausendfältig verzerrt, nur seine eigene Totenlarve erblickte. Und seine Werke sind nichts anderes als ein entsetzlicher Angstschrei in 20 Bänden. Hoffmann, der immer wieder von fantastischen und schrecklichen Visionen heimgesucht wurde, fand keinen Frieden im Gedanken an das goldene Zeitalter, die Ursprünge der Menschheit. Seine überhitzte Fantasie versetzte ihn ständig in einen Zustand, der ihn zu dichterischen Höchstleistungen trieb. Als Komponist, Dichter und Kritiker leistete er Erstaunliches, aber von der Verklärung eines Novalis in den Hymnen an die Nacht trennten ihn Welten. Viel stärker noch als in der Literatur konnten die Romantiker ihre fantastischen Visionen in der Malerei zum Ausdruck bringen. Das Erlebnis des Unheimlichen, Schauerlichen, Un- und Übermenschlichen trat bereits mit Giovanni Battista Piranesis Radierungsfolge der Carceri in die Malerei ein. Seine noch an den barocken Bühnenbildern geschulten albtraumartigen Räume begeisterten die Romantiker. Noch in der Renaissance-Tradition verhaftet, widmeten sich über Robert und Monsu Desiderio der Ruinenmalerei. Sie gehören damit zu den Vorläufern der romantischen Ruinensentimentalität, die wenig später mit den in England aufkommenden gotischen Ruinen Triumphe der Empfindsamkeit feiern sollte. Weit in die Zukunft verweist der Visionär, Mystiker, Dichter, Maler und Grafiker William Blake. Er machte seine Visionen mit den naturalistischen Mitteln der Zeit anschaulich. Dabei verzichtete er auf wirklichkeitsgetreue Darstellung und Perspektive. Seine persönliche religiöse Weltanschauung ist von der Bibel und Dante beeinflusst. In Der Kopf vom Geist eines Flohs ist ein ihn heimsuchender Dämon dargestellt oder nach eigener Aussage die Vergeistigung der Materie. Genauso wie seinen Freund Blake beschäftigte das Irrationale auch den in London lebenden Schweizer Maler Johann Heinrich Füssli. Er erweiterte die akademische Malerei um die Ausgeburten seiner Fantasie und brachte anstelle der objektiven Natur die innere Welt der menschlichen Seele ins Bild. Bei Füssli verrät der Gebrauch der Farbe keine Sinnenfreude mehr. Ebenso wenig hat sie dekorativen Wert. Die Zeichen eines neuen Zeitalters machen sich deutlich bemerkbar. Gleichzeitig entwarf William Turner immer fantastischere Landschaften, in denen sich die Naturgewalten austobten. Dabei erhielt das Licht eine ganz neue Bedeutung. Aus dem Helldunkel erscheint plötzlich der Tod auf einem Nebelpferd. Ähnlich wie Füssli brachte auch der englische Pferdemaler George Stubbs in seine Darstellungen etwas Unheimliches, Neues,
Immer wieder behandelte er das Thema vom Löwen. Häufig in Verbindung mit einem Pferd, das angegriffen oder erschreckt wird. Der Franzose Eugène Delacroix hingegen malte die menschlichen Leidenschaften. Baudelaire notierte: In seinem Werk gibt es nichts als Verwüstung. Alles erhebt Anklage gegen das ewige und unverbesserliche Barbarentum der Menschen. Sein Werk ist ein Lobgesang auf das Schicksal und das unheilbare Leid. Bei dem Spanier Francisco Goya scheint die Erde vollends ohne jede Vernunft zu sein. Er bevölkerte sie mit Giganten und Verrückten. Dabei entwickelte er seine Malerei im Gegensatz zu Füssli und Blake bruchlos aus der akademischen Tradition. Immer wieder stellte Goya auf seinen Bildern die metaphysische Angst des Menschen dar, jenes Hin- und Hergerissensein zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle. Der im Sand eingegrabene Hund gibt davon ein beredtes Zeugnis. Bei Goya tanzt die Menschheit auf einem Vulkan und die Ausgeburten der Hölle sind immer dabei. Die gleichen schrecklichen Gestalten tauchen später bei Louis Boulanger und Odillon Redon auf. Dem Wein gelingt es, auch die schmutzigste Spelunke in wunderbarer Pracht erscheinen zu lassen. Und im Golde seines roten Dunstes lässt er so manche märchenhafte Säulenhalle entstehen, der Abendsonne gleich am Nebelhimmel. Das Opium vergrößert noch das Grenzenlose, verlängert die Unendlichkeit, vertieft die Zeit, dringt in die Wollust ein und füllt noch jenseits allen Maßes die Seele an mit schwarzer Lüste Düsterkeit. Baudelaire benutzte Wein, Absinth, Opium und Haschisch, um sich künstlich seine Träume zu schaffen und jene künstlichen Paradiese zu betreten, in denen der Dichter Gott gleich wird. Baudelaire übersetzte auch die Bekenntnisse eines englischen Opiumessers von Thomas de Quincey. O gerechtes, unendlich zartes, machtvolles Opium. Aus den Tiefen der Dunkelheit, aus dem fantastischen Bildstoff der Gehirne, führst du Städte und Tempel auf, schöner als die Werke des Phidias und Praxiteles, herrlicher als die Pracht von Babylon und Hekatompylos. Im Jahr des Erscheinens seiner künstlichen Paradiese 1860 notierte Baudelaire: Schon lange bin ich es satt, jeden Tag 24 Stunden leben zu müssen. Wann endlich finde ich Vergnügen im Leben? 3 Jahre früher hatte der lebensüberdrüssige Dichter seine Théophile Gautier gewidmete Gedichtsammlung Die Blumen des Bösen erscheinen lassen. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses war er dafür mit einer Strafe von 300 Francs belegt worden. Unfähig, eine dauerhafte persönliche Bindung einzugehen, lebte er als Bohemien in Paris und brachte mit der Mulattin Jeanne Duval den größten Teil seines väterlichen Erbes durch. Er unterhielt Beziehungen zu Gautier, Nerval, den Brüdern Goncourt, Balzac und Flaubert und war häufig Gast des literarischen Salons von Apollonie Sabatier, die er heiß verehrte, obwohl sie als Frau für ihn unerreichbar blieb. Paris mit seinen nächtlichen Verlockungen wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Kaum 46-jährig ging er an übermäßigem Rauschgiftgenuss zugrunde. Im Wesen verwandt war ihm der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe, dessen Novellen Baudelaire 1852 übersetzte. Poe war früh weise geworden und verlor beim Brand des Theaters in Richmond auch noch die Schauspieltruppe, die ihn in ihrer Mitte aufgenommen hatte. Wieder auf sich allein gestellt, kam er in das Haus eines reichen schottischen Kaufmanns, der ihm eine sorgfältige Erziehung angedeihen ließ. Abgesehen von diesen wenigen sorglosen Jahren
schlug sich Poe, der Erfinder der amerikanischen Kurzgeschichte, zeitlebens als Journalist und freier Schriftsteller durch. In der wilden Überspanntheit meiner Orgien setzte ich mich über jegliches Schamgefühl hinweg. Nach dem Bruch mit seinem Adoptivvater veröffentlichte Poe in Boston seine ersten Gedichte. Wegen Ungehorsams von der Militärakademie verjagt, versuchte er in New York Fuß zu fassen. Verheiratet mit seiner lungenkranken Cousine Virginia, dem Alkohol und Drogen verfallen, zog Poe von Stadt zu Stadt. In New York war ihm schließlich 1845 mit seinem Gedicht Der Rabe ein kurzlebiger Erfolg beschieden. Die von Poe in seinen Erzählungen beschworenen unheimlichen Figuren mit ihrem furchtbaren Geschick waren für die damalige Literatur revolutionär. Baudelaire fand sich besonders von der makaberen Seite seines Schaffens angezogen. In Poes Kurzgeschichten, eine literarische Form, die er meisterhaft beherrschte, wimmelte es nur so von geheimnisvollen Verbrechen und okkulten Phänomenen. Neben Die schwarze Katze, Die Maske des Roten Todes und Der Mord in der Rue Morgue gehört Der Brunnen und das Pendel zu seinen beklemmendsten Arbeiten. Mit ihren erträumten Paradiesen und besseren Welten verbanden die Romantiker häufig Kritik an der eigenen Zeit. Diese Sozialkritik richtete sich stark an den Schriften Rousseaus und dem Gedankengut der Französischen Revolution aus. Während sich die Utopisten unter ihnen an Rousseaus Emmy oder seinen Gesellschaftsvertrag hielten, versuchte der Architekt Claude Nicolas Ledoux so etwas wie einen ersten sozialen Wohnungsbau. Zwischen 1775 und 1779 errichtete er ein Kalkwerk in Arc-et-Senon, das als erste genossenschaftliche Einrichtung im Sinn des Philosophen Charles Fourier angesehen wird. Der 1837 gestorbene Sozialtheoretiker hatte großen Einfluss auf die Romantik, besonders auf George Sand. Fourier forderte Arbeitsgemeinschaften und das Leben in sogenannten Phalanstères, die jeweils aus 300 bis 400 Familien bestehen sollten. So wollte er jedem individuelle Freiheit garantieren und den Menschen das absolute Glück auf Erden verschaffen. Ähnliche Vorstellungen entwickelten auch Saint-Simon, Etienne Cabet, Joseph Proudhon und Karl Marx. Die Anlagen der Arbeitsstätten, Wohneinheiten und Gärten sind dem sozialen Fortschritt verpflichtet. Aber die gesamte Gliederung verrät noch die streng hierarchische Konzeption Ledoux. Das Haus des Direktors liegt in der Mitte, direkt dem Eingang gegenüber und beherrscht den gesamten Baukomplex.
Und in einer theoretischen Abhandlung schrieb Ledoux über dieses Gebäude: In seiner stolzen Größe zwingt es alle, die sich ihm nähern, dies mit gesenktem Kopf zu tun. Ledoux' Bauplan liegt der Kreis zugrunde, das Symbol der Vollkommenheit. Ein gewaltiger Kreis öffnet sich, entsteht vor meinem geistigen Auge. Ein neuer Horizont, der in allen Farben leuchtet. Die Form ist makellos wie der Kreis, den die Sonne auf ihrer Bahn beschreibt. Während des Zweiten Kaiserreichs wurden die Reformideen Fouriers teilweise von Jean-Baptiste Gaudin in die Praxis umgesetzt. Gaudin ließ in Guise eine Herd- und Ofenfabrik errichten, die er Familistère oder Sozialpalast nannte. Die Anlage bestand aus drei Gebäudekomplexen, die durch verglaste Innenhöfe verbunden waren. Sie hat jedoch mehr Ähnlichkeit mit einem Gefängnis als den Wunschvorstellungen Friedrich Engels. Mit diesem 1859 gegründeten Familistère, das Wohnung, Arbeitsplatz und Schule vereinte, nahm Gaudin Entwicklungen des 20. Jahrhunderts vorweg. Zu den sozialen Einrichtungen des Familistère gehörten Küchen, Vorratsräume, Versammlungsräume, Schulen, ein Arzt und eine Apotheke. Besondere Aufmerksamkeit schenkte man den hygienischen Einrichtungen. Für die damalige Zeit war dieser genossenschaftliche Betrieb mit Gewinnbeteiligung für die Arbeiter vorbildlich. In seinem Buch Le Familistère de Guise sagt Gaudin: Der Familistère von Guise ist das erste Beispiel dafür, wie man Kapital gezielt dazu einsetzen kann, einer großen Zahl von Arbeiterfamilien bestmögliche Lebensbedingungen zu schaffen. Seit der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts haben Kapital und Arbeit große Industrien entstehen lassen und die Transportmittel verändert. Sie haben Fabriken und Eisenbahnen gebaut. Jetzt bleibt ihnen nichts weiter zu tun, als die Reform des Wohnungsbaus anzugehen. Am 22. Mai 1808 wurde in Paris Gérard Labruni geboren. Unter dem Namen Gérard de Nerval sollte er später einer der sprachgewaltigsten und dunkelsten Dichter der französischen Romantik werden. Sein Vater diente als Arzt in den Armeen Napoleons. Seine Mutter starb während eines Feldzugs im schlesischen Glogau. Nerval war gerade 2 Jahre alt. Ich habe meine Mutter nie gesehen. Ich weiß nur, dass sie einem Kupferstich der Zeit ähnlich gesehen haben soll. Nach Proudhon oder Fragonard, genannt die Bescheidenheit. Nerval wuchs inmitten der idyllischen Landschaft des Valois unter der Obhut eines Onkels heran. Ermenonville, Mortefontaine, Chaly, Autus und Loisy, die früh vernommenen Sagen und Legenden der Gegend, die Wälder, Schlösser und ländlichen Feste, prägten sich dem kleinen Pariser, wie er dort auf dem Lande genannt wurde, fest ein und kehrten später in seinen Erzählungen wieder. Zu seinen Jugendgespielinnen gehörten die Heloise, Fanchette, Angélique, Sylvie, Aurélia und Adrienne, denen er in seinen Töchtern der Flamme ein Denkmal setzte. Bei einem der ländlichen Feste lernte er jene Adrienne kennen, die für ihn das Urbild des ewig Weiblichen verkörperte, die Idealgestalt in der Mutter und Geliebte eins wurden. Im Park des Schlosses von Mortefontaine führte ihn die unerreichbare und schöne Baronin de Feuchères in das Reich der Träume ein. Mit 18 Jahren veröffentlichte Nerval zu Ehren Napoleons seine Élégie nationale. Wenig später brachte ihm die Übertragung von Goethes Faust erste Anerkennung in den literarischen Salons der Hauptstadt. Goethe selbst schrieb ihm: Ich habe mich niemals so gut verstanden wie beim Lesen ihrer Übertragung. An der Seite Théophile Gautiers nahm Nerval an der Schlacht um Hugos Hernani teil. Durch eine Erbschaft unabhängig geworden, führte er das Leben eines Pariser Bohemiens, teilte sich eine Wohnung mit Camille Rogier, Arsène Husey und Gautier, arbeitete an mehreren Zeitschriften mit und übersetzte aus dem Deutschen. 1834 lernte er die Schauspielerin Jenny Collin kennen, für die er die Zeitschrift Le Monde Dramatique gründete.
1838 bereiste er zusammen mit Alexandre Dumas Deutschland. Gemeinsam schrieben sie das Bühnenstück Leo Burckhardt, das ein Jahr später mit großem Erfolg in Paris aufgeführt wurde. Nervals große Liebe gehörte Deutschland. Er galt als der Vermittler jener nordisch-germanischen Spuk- und Traumwelt, die dem klassischen französischen Geist nie ganz geheuer war. 1839 reiste Nerval über Deutschland nach Wien, lernte dort Franz Liszt kennen und verliebte sich in dessen Schülerin Marie Pleyel. Dieses kurze Abenteuer bildete die Grundlage zu seiner Pandora. ...1841 machten sich erstmals Anzeichen des Wahnsinns bemerkbar. Kaum genesen, brach Nerval zu einer Orientreise auf, von der er erst 1844 nach Paris zurückkehrte. Seine in verschiedenen Zeitschriften erschienenen Artikel fasste er 1851 unter dem Titel Orientreise als Buch zusammen. Als sein bedeutendstes Werk gilt die Erzählung Aurelia oder Der Traum und das Leben. Der Traum ist ein zweites Leben. Nie habe ich ohne Erschauern die elfenbeinernen oder hirnenen Pforten durchschreiten können, die uns von der jenseitigen Welt scheiden. Die ersten Augenblicke des Schlummers sind ein Abbild des Todes. Eine nebelhafte Erschlaffung erfasst unser Denken, und wir können den genauen Augenblick nicht bestimmen, da das Ich in anderer Gestalt das Werk des Daseins fortsetzt. In seiner Sylvie, der zweiten Tochter der Flamme, beschwor Nerval seine Jugenderinnerungen am eindrucksvollsten. Er führt uns nach Autus, ins Schloss von Chantilly, nach Senlis zu den Überresten der Abtei von Charly, alles Orte der Erinnerung, an denen er immer wieder vergebens das Bild der Jenny Collant zu beschwören versuchte. Dem fortschreitenden Wahnsinn oder dem, was die Umwelt dafür hielt, begegnete der Dichter mit ruhiger Gelassenheit. Nach einem ersten Aufenthalt bei Dr. Blanche schrieb er an Madame Alexandre Dumas: Man wird Ihnen sagen, ich hätte das wieder erlangt, was man gemeinhin als Vernunft zu bezeichnen beliebt. Glauben Sie das ja nicht. Ich bin und war immer derselbe und bin überrascht, dass man mich verändert findet. Aber nachdem es hier Ärzte und Kommissare gibt, die darüber wachen, dass sich die Poesie nicht zulasten der Allgemeinheit breit macht, hat man mich erst unter die vernünftigen Menschen entlassen, als eindeutig feststand, dass ich vorher krank gewesen bin. Hier hat für mich begonnen, was ich als die Ausgießung des Traumes ins wirkliche Leben bezeichnen möchte. Von diesem Augenblick an nahm bisweilen alles eine Doppelgesichtigkeit an. Und zwar, ohne dass es dem Denken jemals an Logik gemangelt hätte. Und dass dem Erinnerungsvermögen die wichtigsten Einzelheiten dessen verloren gegangen wären, was mir widerfuhr. Zwischen den immer häufiger wiederkehrenden Anfällen trieb Nerval mit seltener Klarheit sein literarisches Werk weiter. Der Tod der geliebten Jenny Collant versetzte ihm einen neuen schweren Schlag. Ich lag auf einem Feldbett und hörte, wie die Uniformierten sich mit einem Unbekannten unterhielten, der gleich mir aufgegriffen worden war. Mir war, als erklinge jene Stimme in meiner Brust und als verdopple sich sozusagen meine Seele. Dann aber erschauerte ich im Gedanken an eine in Deutschland wohlbekannte Überlieferung, die besagt, jeder Mensch habe einen Doppelgänger und der Tod sei nahe, wenn er ihn erblicke. Am 26. Januar 1855 wurde Gérard de Nerval an einem kalten Wintermorgen in der Rue de la Vieille Lanterne gefunden. Er hatte sich erhängt. In seinen Taschen fand man die unvollendete Erzählung Aurelia oder Der Traum des Lebens. Niemand hat Nerval besser verstanden als der junge Rimbaud. Ich sage, dass es Not tut, Seher zu sein, sich sehen zu machen. Der Dichter macht sich sehen durch eine lange, gewaltige und überlegte Entregelung aller Sinne. Alle Formen von Liebe, Leiden, Wahnsinn. Er sucht sich selbst, er erschöpft alle Giftwirkungen in sich
um nur den innersten Kern davon zu bewahren. Unsägliche Qual, wo er des vollen Vertrauens, der gesammelten übermenschlichen Kraft bedarf. Wo er unter allen der große Kranke, der große Gesetzesbrecher, der große Verdammte wird und der höchste Wissende. Denn er kommt an beim Unbekannten. Nerval legte einen Grundstein zur modernen Dichtung. Seine Bilder kehren genauso bei Gustave Moreau wie auch bei Odion Redon wieder. Der Reiz der Fantasie lässt auch Nervals Nachfolger Arthur Rimbaud nicht ruhen, der als 17-Jähriger die Tore aus Elfenbein und Horn aufstößt und dichterisches Neuland betritt.